So, wir beginnen jetzt nochmal mit einer 100 Watt Glühbirne. Die schalten wir jetzt ein. Und sie zieht auch genau 98 Watt. Wie wir hören, geht der Lüfter nicht an. Jetzt schalten wir eine Heizung dazu mit 900 Watt. Insgesamt kommen wir jetzt auf 990 Watt ungefähr. Wie wir hören, geht der Lüfter an. Die Laufzeit würde jetzt noch betragen 26 Minuten. Was ist passiert? Wir sind längere Zeit über die maximal zulässige Leistung gegangen und er hat kurzzeitig noch den Lüfter angemacht, hat dann aber abgeschaltet. Das ist auch gut so, denn ungefähr 900 Watt sind einfach zu viel. Wir haben noch ein ganz interessantes Phänomen. Und zwar schließen wir einfach mal eine Heizung an mit einer Leistung von 900 Watt und schauen, was passiert. Der X-Boost-Modus ist eingeschaltet. Wie wir sehen, wird die Heizung ungefähr mit 800 Watt betrieben. Jetzt schaltet der Lüfter auf der ersten Stufe ein. Und das Ganze bleibt auch so an. Wenn wir jetzt auf 1300 Watt Stufe bei der Heizung hochschalten, geht er nicht etwa auf 1300 Watt, sondern nur auf 810 Watt. Wenn wir auf 2200 Watt hochschalten, gibt er der Heizung ungefähr 978 Watt, also 980 Watt. Und der Lüfter schaltet auf die höchste Stufe. Erst wenn wir den Strom anschließen, kann auch eine Leistung geben von 2000 Watt oder eben 1300 Watt bei der Heizung. Sie gibt hier 1150 Watt ungefähr, 900 Watt Heizung. Wird dargestellt mit ca. 830 Watt. Wir sehen, sind die Heizkörper auch nicht unbedingt hundertprozentig von den Angaben, da kann man sich nicht so richtig mehr verlassen. Schalten wir die Heizung mal aus. Er legt es weiterhin mit 840 Watt nach oben drauf. Der Lüfter regelt nun runter. Wird aber bei 840 Watt in einer ähnlichen Lautstärke weiterlaufen. Auch noch ein anderes Beispiel. Wenn wir jetzt den Stecker wieder rausziehen, wird nicht mehr geladen. Läuft der Lüfter immer noch etwas nach. Wenn wir jetzt die Heizung einschalten,
auf 900 Watt, stellen dann den X-Boost-Modus ab, kommen wir auf eine etwas höhere Leistungszahl, allerdings nur für einen relativ kurzen Moment, denn der EcoFlow River 2 regelt automatisch ab, falls die Last zu hoch ist, und die ist natürlich ohne X-Boost-Modus zu hoch. Und zwar müsste er jetzt gleich abschalten. Das war's. Also er hat gemerkt, er blinkt da auch und sagt, er hat Overload. Das heißt also, wir haben zu viel Last draufgegeben. Ja, wie das Ganze dann im Test abschneidet, was man noch alles damit anstellen kann, wie wir das ansteuern, wie wir das programmieren und was wir uns alles noch einfallen lassen haben, das zeigen wir im Test auf funkyhome.de und wünschen schon jetzt viel Spaß dabei. Tschüss!